Nein! Hey, Kinders! Was machen ihr denn? Ich hab die Kamera gerade anders stehen, merkt er, ne? Merkt er, guck mal, wie viel ich schon gekillt habe. 3. Russian, Falcon und Black Law, sorry. Ja, ich weiß, ihr würdet gerne sprechen, aber es ist einfach, ich hab, jetzt ist so, ich, ne, die Zeit. Die Zeit ist einfach nicht da. Wenn ich mit euch schwätze, ist es eh so, dass wir uns verquatschen. Dann jede Minute, ich bin auch so müde. Wisst ihr, wenn ich so lange wach bleibe, ich komme mit den Vorlesungen nicht mehr mit. Ich schlafe einfach ein. Ich hab heute wieder gepennt, Banane 2. Es ist einfach Oh Gott, ich habe einfach auf Deutsch gecallt gerade eben. Hoppala. Also ich muss unter der Woche spätestens um, ich sag jetzt mal, 0 Uhr ins Bett, weil sonst, ich krieg nichts gebacken. Ich krieg nichts gebacken. Ich schlaf einfach ein. Ich merke jetzt schon wieder, wie es so langsam kommt. Aber jeder weiß es. Nachts ist nur diese leichte Müdigkeit, egal wie spät es ist, auch wenn es 4 Uhr morgens ist. Aber tagsüber, ja, lass es mal 16 Uhr sein. Da pennst du weg ohne Ende. Wie? Oh Gott. Oh Gott. Also, den habe ich jetzt gerade eben fast verhuddelt. Aber auch nur fast. Ihr wisst ja auch, dass ich nicht nur auf meinem Kanal uploade, sondern dass es da auch noch andere Dinge gibt, ja, auf denen ich aktiv bin. Also, ich habe echt viel zu tun. Dann noch Text schreiben, rappen, ja, wunderschön sein. Fick! Die Kacke, Mann. Wie viel habe ich ihm gegeben? Ach, 30. Naja, okay, wenn es sonst nichts ist. Geil, abgefackelt, sehr gut, komm schon. Plant die Bombe. Plant. Hinter den Kübel stellen und planten, oder? Mensch, ey. Ach, ist noch einer. Ja, okay. Ich hatte noch 3. Alles klar. Ach ja, so ist es, ne? Wenn man erwachsen ist. Schlafen ist echt das, was früher als Kind und auch als, ich sag jetzt mal, als Jugendlicher. Ich meine, ich bin immerhin 25, ja, ich bin jetzt nicht mehr jugendlich. Da war es immer so, ja, ich gehe nie schlafen. Ich bin immer wach und durchmachen. Und jetzt ist das Schönste auf der Welt, neben meiner Freundin, natürlich einfach schlafen. Einfach pennen. Oh Gott. Wenn mir jemand 3 Tage schlafen schenkt, Alter, bin ich sowas von dabei? Scheiße. Smoke, da ist eklig. Und ich blödes Arschloch, leg die Bombe erst nicht. Ihn hätte ich gefickt, dann ihn oben und dann hätte man schon die Runde gewonnen. Was, es waren noch 4? Naja. Also viel Unterhaltung ist hier aber auch nicht, ne? Irgendwie sind die ziemlich stumm. Aber wenn wir das Ding einfach schnell zu Ende reißen, bin ich zufrieden. Denn ich schlafe jetzt schon gleich ein. Fick das Huhn, Junge. Gibt das auch einen Kill? Natürlich nett, hey. Ha! Pisso! Ich weiß nicht, warum da jetzt eine Abi steht. Das hat niemand was gesagt, Mann. Kann unser AWP da nicht irgendwie sagen, Achtung, Vorsicht. Möglicherweise befindet sich da eine Abi. Also einmal gehittet, ey. Scheiß die Wand an. Das Blut da hinten sieht aber ganz anders aus, mein Freund. Vor allem den Ficker am Auto klatschen, Mann. Hast du gesehen, wie er mich trotzdem gefickt hat, Mann? Wie hart er mir... Ich raste gleich aus. Da kommen halt so Spiele raus, wo wir dann 15-15 spielen. Da brauche ich viel, viel länger zum Bearbeiten. Wenn ein Spiel gut ist, dann geht es 30 Minuten. Das wäre optimal. Aber nicht 50 oder noch länger. Und jede Runde so ewig lang ausgespielt wird, ist zum Kotzen. Und wenn ich verliere, will ich richtig auf die Fresse bekommen. 15-0, 1, kaputt. Alter, was? Gehen wir jetzt B oder gehen wir B? Hallo? B? Du dreckiger, dummer Ficker. Er will einfach knifen. Warum erschießt er ihn denn nicht? Er hätte den anderen nicht retten können, aber er hätte jemanden töten können. Jemand, der seine Waffe verliert und sowas. Ihr wisst schon. Aber nein. Er muss ein Hurensohn sein und behindert sein. Yeah. Keine Gnade für jemanden, der in einem Matchmaking-Spiel versucht zu knifen. Ich habe schon Situationen erlebt, dass ein einziger das ganze verfickte Team geholt hat nach so einer Scheiße. Oder es zumindest knapp wurde. Und warum will ich bitte schon ein knappes Spiel? Ich will ein Spiel, das schnell rum ist, damit die nächste Runde beginnen kann. Ah, yeah. Oh, Leute, bald kommt Fallout raus. Ich freue mich schon so sackig drauf. Ich weiß nicht, wie ich das da mit den Videos machen soll. Ob ich da überhaupt Videos herstellen kann. Nee, ich bin natürlich für euch da, Leute. Auch in so einer wunderbaren Zeit meines Lebens bin ich trotzdem für euch da. Idiot Team, help, please. Alter, nein. Nein, nein. Und sie klatscht mich weg. Okay, hat er schon, war schon nicht schlecht. Ja, ich verstehe schon. Ich habe gar keine Thumbnail für das scheiße Video für morgen gemacht. Oh, das muss ich auch noch machen. Guck, Mensch, ey. Ich brauche irgendwelche Designer, die das für mich machen. Hopp jetzt. Damit hast du nicht gerechnet, hä? Die beide beim Banana. Not bad, bruh. Not bad. Wie sieht's bei euch aus? Holt ihr euch Fallout 4? Natürlich, oder? Es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der sich nicht holt, oder? Das geilste Spiel der Welt. So, Junge. Ich werde mal direkt den Season Pass dazu holen auf Xbox One, damit ich die ganzen DLCs eben habe, weil da, also, Fallout ist echt was. Da kann man wirklich hunderte, sogar tausend Stunden, nicht tausende, aber tausend Stunden zocken. Yeah, I'm so fucking good, bruh. Oh, unsere AWP, unsere Bombe ist down.
Oh, diese Pizza waren schon da. Oh mein Gott, ich hätte eigentlich damit rechnen müssen, ne? Hab ich aber nicht. Ich darf jetzt nicht einpennen. Komm, come on! Wach bleiben! Gas geben! Komm schon, Gas geben! Ha! Am Arsch Gas geben! Oh Gott! Oh mein Gott, wie bitter! Go, 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 Kinder, ich bin von hinten gekommen. Los, los, los. Oh, ja, renn mir die Fresse. Das ist 1B. Hier ist was. Bisschen blöd, mich selbst zu flashen. Was für ein... Was hat er denn gemeint? Wir sollen auf A blenden? Oder wir können auf A blenden? A ist natürlich eine Alternative, aber keine gute. Keine gute, wenn der AWP da frei rumläuft. Los, ich kann ein Lämpchen wackeln. Er meint einfach, er kann jetzt diffusen. Ihr kommentiert wirklich sehr schön und gebt auch schöne Daumen hoch. Übrigens, jetzt mal schnell einen Daumen hoch geben. Aber ihr antwortet irgendwie nicht auf meine Fragen, die ich euch stelle. Wie heißt das hier oben? Früher hieß es Teppich. Das hier, das war Teppich. Heißt es immer noch so? Oh Gott, die sind durch. Oh Gott, die sind durch. Scheiße, scheiße, scheiße. Au, au, au. Das müsste doch irgendwo down sein. Okay, eklig. Wirklich eklig. Wenn du schön taktisch spielst. Das war nicht taktisch, das war nicht taktisch. Oh Gott! Nein! Habt ihr das gesehen? Wie schlecht das war. Ich weiß, die Flash war wieder total behindert. Es hat nichts gebracht. Ich glaube, er war kein bisschen geflasht. So, somit war ich ja schon mal im Verzug beim ersten. Den zweiten habe ich fett gepimmelt. Ich weiß, ich habe mal gehört, wer über den Heuwagen hochgekommen ist. Den dritten, einfach Munition leer. Ich habe 50 Schuss in der P90. Und ich pimmel rum wie ein Behinderter, oder? Komm schon. Ich dachte, er wäre tot, der Vorletzte, gerade eben. Ah, ich muss mir mal eine gescheite Waffe kaufen jetzt. Ah, nicht genug Kohle. Nein. Wo ist denn der Lilane? Aha, da vorne. Ne, 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 ne. Immerhin, jetzt haben wir eine gescheite Waffe. Mal gut, komm. Man muss was Gutes auch mal gut dastehen lassen. Gear up. We're gonna shit you in the face. Übrigens, vielen Dank für eure wunderbaren Kommentare. Ich freue mich wirklich sehr, sehr darüber, dass ihr so aktiv seid, dass ihr so schön schreibt und so weiter und so fort. Herrlich. Und auch die Daumen, wie ihr eskaliert mit den Daumen manchmal. Also manche Folgen haben einfach 20 Daumen hoch oder sowas. Das ist für mich natürlich fett. Die. Das war die Bombe, oder? Konzentration. Er war schon drauf! Er war schon drauf, mein Mate! Aber ich hätte wirklich, ich dachte, er ist noch bei City und hat den gerade von City geholt. Natürlich wäre ich mit drauf gegangen. Wahrscheinlich habe ich ihn auch geflasht. Wie ist denn er so schnell da hingekommen? Ah, ich habe Banane ja noch kurz gefightet. Ich habe noch kurz gefightet. Nein, 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 nein! Ah, ich weiß, Lila guckt nicht gescheit, ja. Apartments, ey. Nice. Noch zwei Runden und wir haben den Sieg und wir haben jetzt, naja, 40 Minuten. Oh, 40 Minuten Aufnahmezeit. Beim Runterschneiden ist es halt echt immer so eine Sache. Ganz vorneweg natürlich, ich mach das gern, mir macht das Spaß, jetzt ist bearbeitet. Aber, wenn man nicht die Zeit dafür hat, ist es immer noch cool. Aber, wenn ich wirklich 50 Minuten Material habe oder sogar drüber und es runterschneiden will auf maximal 10 Minuten, dann muss ich echt gucken, dass ich jetzt nicht zu viel... Ich muss ja das Wichtige drin lassen, also das natürlich das, was ich sage, aber natürlich auch das Spiel. Oh mein Gott. Ich darf nicht labern in so Situationen. Ich muss ja nachvollziehen, so ein bisschen nachvollziehen können, wie es was läuft. Klar, wenn ich verreck und ich schneide dann direkt auf die nächste Runde, haben wir einfach verloren. Also richtig unangenehm verloren. Nicht, dass irgendwas Geiles war. Wir wurden einfach blam, 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 blam weg, die anderen vier. Bumm. Theoretisch braucht ihr das nicht zu sehen, weil das ja nichts Wichtiges ist. Wir haben einfach verkackt. Wenn wir gewinnen, das lasse ich meistens drin, was die Mates eben so machen. Oder zumindest Teile davon. Oder wenn wir spektakulär verlieren, lasse ich davon auch die Teile drin. Alles in allem schneide ich... Da ist doch einer. Nice, wie sie abgehen. Alles in allem schneide ich halt schon hart. Rigoros weg. Wow. Wow. Nice. Naja, mittelgut, mittelgut. Ja, eine Franzosenkiste. Ich brauche noch eine übrigens. Dann kann ich eigentlich wieder ein Opening machen. Eine brauche ich noch. Eine Fallkiste. Naja, okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, auch wenn ich ein bisschen müde war, war es hoffentlich unterhaltsam. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Los geht's.